Fotoshooting für die junge Dessous-Kollektion eines großen deutschen Herstellers. Colleen Fernandez hat alles, was ein Model dafür braucht. Und darüber hinaus kein Gramm Fett zu viel. München, Donnerstag, 8 Uhr morgens. Die Frisur sitzt, das Lipgloss auch. Und wenn jetzt auch noch die Körbchen passen, dann ist die Größe der Schuhe absolute Nebensache. Ich trage eigentlich genau die Unterwäsche, die ich jetzt hier auch anhab. Also deswegen, ich fühle mich eigentlich total wohl in der Wäsche, weil das eben nicht so ein Spitzenfummel ist, der eigentlich nicht sitzt, sondern nur gut aussieht. Also es sitzt alles, es ist alles bedeckt, was bedeckt sein muss, und es ist alles frei, was frei sein muss. Und so erfahren wir am Rande des Shootings ganz nebenbei, was Colleen so drunter trägt. Schlicht darf es sein und auf keinen Fall auftragen. Die Dessous-Auswahl eindeutig Frauensache. Also die meisten Männer schenken einem so Spitzenfummel, und das sieht immer so aus, wenn man so ein leichtes Oberteil darüber hat, als hätte man so Brustzellulite. Es gibt wirklich so Unterwäsche, da sind hier so Perlen draufgestickt und hier noch so Rüschen, und dann hat man da wirklich so ein leichtes Sommertop drüber und alle denken, gucken einem irgendwie dreimal auf die Brust, weil sie denken, was hat die denn da, Ausschlag oder Pickel oder was ist denn das? Ah, am Fotoset dennoch überraschend viele Herren, aber das ist für Colleen kein Argument. Für sie steht fest, von Unterwäsche haben Männer keine Ahnung, noch nicht mal von der eigenen. Was überhaupt nicht geht bei Männern, wenn sie Stringtangas tragen. Ich finde, Männer sollten keine Stringtangas anziehen. Und diese ganz weiten Boxershorts finde ich auch nicht gut. Also es gibt ja manchmal so Hip-Hopper, wo der halbe Arsch rausguckt, und die haben dann so riesige Boxershorts an. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weder zu knapp noch zu weit muss sie also sein, die Unterwäsche. Was natürlich stark auf den Träger ankommt und seinen Geschmack. Darum sollte besser niemand auf die Idee kommen, Colleen jemals Dessous zu schenken. Denn neben Männern gibt es noch eine Spezies, die keine Ahnung davon hat. Eltern haben ja auch gar keinen Geschmack, was Unterwäsche angeht. Also gerade so für die Töchter, dann, ja, wir nehmen mal so eine große Unterhose. Also die würden einem ja niemals so einen Stringtanga schenken, sondern so, ach, das ist hübsch, das schenken wir ihr. Und meine Schwester hat das auch ausgepackt und hat so gedacht, was ist das denn? Nach 10 Stunden Arbeit ist die Crew mit den Ergebnissen zufrieden. Der zu große Schuh ist auf den Fotos nicht zu sehen. Und Multitalent Colleen schon wieder winterfest verpackt. Schade eigentlich.